Von dem Online-Händler Wewo habe ich dieses Multimeter Typ ET828 mit Oszilloskopfunktion erhalten. Das tragbare Messgerät erlaubt die Erfassung vieler physikalischer Größen elektronischer Bauteile sowie von Spannungen und Strömen in Schaltkreisen. Dabei ermöglicht die Software des Gerätes viele Modi zum Erfassen der Messwerte. Geliefert wird das Multimeter gut verpackt, mit einer gedruckten Bedienungsanleitung in englischer Sprache, 3 Mignon-Zellen und den beiden Messleitungen. Werfen wir vor der ersten Inbetriebnahme einen Blick auf das Innenleben. Nach dem Lösen von 4 Schrauben kann die hintere Gehäusehälfte abgenommen werden. Die komplette Elektronik ist auf einer Platine verlötet. Das gilt auch für die 500mA Sicherung, es handelt sich nicht um eine austauschbare Schmelzsicherung im Glasröhrchen. Als Hauptprozessor kommt ein Mikrocontroller Typ STM32 zum Einsatz. Der größere Chip Typ CN7721 ist ein Analog-Digital-Wandler. Auf der Vorderseite der Platine befindet sich der mit 320x240 Pixeln auflösende Farbbildschirm mit den Abmessungen 49x37mm. Ferner befinden sich hier die Kontakte für die Funktionstasten und den Drehschalter. Zum Einrasten dieses Drehschalters sind zwei auf Federn gelagerte Stahlkugeln verbaut. Zur Inbetriebnahme müssen die drei Batterien in den Schacht auf der Geräterückseite eingelegt werden. Die Messleitungen sind der Preisklasse entsprechend nicht super flexibel, erfüllen bei pfleglicher Behandlung aber ihre Funktion. Unter den Schutzkappen befinden sich einfache Stahlspitzen. Kommen wir zur Verwendung als digitales Multimeter. Wird der Drehschalter auf einen Modus gestellt, so bootet der Mikrocontroller und auf dem Display erscheint nach etwa 2 Sekunden der aktuelle Messwert. Das Umschalten zwischen den einzelnen Modi geschieht nahezu ohne Verzögerung. Erfasst werden können Gleich- und Wechselspannungen, Frequenzen, Widerstände, Kapazitäten sowie Wechsel- und Gleichströme. Einige der Funktionen teste ich für Widerstandsmessungen, für die anderen physikalischen Größen ist die Prozedur in etwa gleich. Der Messbereich wird standardmäßig von der Software automatisch gewählt, was für die meisten Anwendungsfälle völlig ausreicht. Sobald die Enden des zu messenden Widerstandes die Tastspitzen berühren, kann der Widerstandswert abgelesen werden. Soll der Messbereich manuell angewählt werden, so kann das durch kurzes Drücken der R-Taste gemacht werden. Bei jeder Betätigung dieser Taste wird der Messbereich gewechselt. Durch Drücken der F4-Taste kann der automatische Modus jederzeit wieder aktiviert werden. Zum Aussortieren gleichartiger Bauteile können relative Messwerte angezeigt werden, was ich mit mehreren 2,4 kΩ Widerständen zeige. Dazu wird der Referenzwiderstand verbunden und der gewünschte Messbereich mit der R-Taste eingestellt. Wird nun die F1-Taste gedrückt, so wird der momentane Messwert als Referenz gespeichert. Angezeigt wird nun die Differenz zu dem gespeicherten Wert.
Der Modus zur Erfassung der Extremwerte wird durch Drücken der F2-Taste aktiviert. Nun wird zusätzlich zum aktuellen auch der minimale bzw. maximale Messwert unten in kleiner Schrift angezeigt. Vor dem Trennen des Widerstandes von den Messleitungen muss mit der F3-Taste die Messung gestoppt werden. Nach dem Verbinden des nächsten Widerstandes kann die Messung mit der F2-Taste wieder aufgenommen werden. Mit dieser Methode kann festgestellt werden, in welchem Bereich die Widerstandswerte liegen. Durch Drücken der F3-Taste können weitere Modi zur Widerstandsmessung aufgerufen werden. Im Modus für Dioden kann die Polung selbiger Bauteile erfasst werden. Bei Polung in Durchlassrichtung wird die Durchlassspannung angegeben. Bei der Durchgangsprüfung handelt es sich ebenfalls um eine Widerstandsmessung, es wird dabei ein akustisches Signal ausgegeben, sobald der Widerstand unter einen gegebenen Schwellwert fällt. Gemessen werden können außerdem in dieser Einstellung die Kapazitäten von Kondensatoren. Zum Test der Frequenzmessung verwende ich einen Arduino Uno Mikrocontroller, der Rechtecksignale ausgibt. In diesem Modus gibt's nichts einzustellen, der Messwert wird im Display angezeigt. Kommen wir damit zur Oszilloskopfunktion, die nur für Strom- und Spannungsmessungen durch längeres Drücken der R-Taste aktiviert werden kann. Über die Funktionstasten können die für Oszilloskope üblichen Werte für die Zeitbasis, die Triggerung, oder den Messbereich eingestellt werden. Die Einstellung über die Funktionstasten ist etwas fummelig, mit etwas Übung gelingt es aber recht zügig, das gewünschte Signal angezeigt zu bekommen. Es handelt sich um kein vollwertiges Oszilloskop, aber die Funktionen reichen aus, um Messungen im Frequenzbereichen bis etwa 100 kHz zu erfassen. Zur Messung von Kapazitäten im Bereich von Millifarad oder zur Strommessung muss die rote Messleitung in die entsprechende Buchse umgesteckt werden. Wie immer beim Umgang mit Multimetern gilt auch hier. Das Umstecken sollte nur vorgenommen werden, wenn die Tastspitzen vom Stromkreis getrennt sind und es ist vor dem Verbinden mit einem Stromkreis unbedingt zu prüfen, ob die Messleitungen mit den korrekten Buchsen verbunden sind. Das ET828 von WEWOR ist ein sehr praktisches Allround-Messgerät zur Fehlersuche in elektronischen Schaltungen, zur Bestimmung von Bauteilen oder zu Schulungszwecken. Das Herunterbeten sämtlicher Eckdaten des Gerätes erspare ich euch an dieser Stelle. Wer diese nachlesen und noch mehr über die Funktionen des Gerätes erfahren möchte, die recht gut geschriebene Bedienungsanleitung gibt's auf den Seiten von How Open Is This Gadget? In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!